Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Ich bin der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Donnerstag, den 2. März. Heute dabei Android Nougat, SD-Karten, Snap, Spotify, Outlook, Facebook und das Samsung Galaxy S8. Beginnen tue ich aber mit dem Samsung Galaxy S7 bzw. S7 Edge, denn für Besitzer einer dieser Geräte gibt es jetzt gute Nachrichten. Diese bekommen ein Update auf Android 7.0 Nougat. Ja, das ist schön. Man weiß ja, Android-Updates kommen oder kommen auch nicht, je nach Gerät. Andererseits, auf der anderen Seite, ja, in knapp 2 Monaten wird Google Android 8 vorstellen und damit hat man da auch schon wieder nicht mehr das neueste Android auf dem jeweiligen Gerät. So ist es halt. Eine andere Sache, SD-Karten, die kommen ja auch unter anderem in Android-Geräten zum Einsatz. Und da gibt es nämlich 2 neue Standards. Die Hüter der SD-Karten-Spezifikation, die SD Association, hat 2 neue Standards veröffentlicht. Und am Ende des Tages geht es ja hier größtenteils einfach um neue Möglichkeiten für neue Geschwindigkeiten. Und unter anderem gibt es jetzt auch den Standard UHS-3. Und der hat eine höhere Busgeschwindigkeit, kann halt mehr Daten transferieren, ist abwärtskompatibel und ganz viel technische Details. Wenn euch das wirklich interessiert, der Link ist in den Shownotes und da könnt ihr alle Details und Infos zu Geschwindigkeiten nachlesen. Ansonsten einfach kaufen und reinstecken. Kaufen, weiß man nicht, die Aktie von Snap, der Mutterfirma von Snapchat. Denn die ist jetzt mehr oder weniger an der Börse und hat ihren Preis final festgelegt. Und das sind pro Aktie 17 US-Dollar. Und das ergibt eine Bewertung von stolzen 24 Milliarden US-Dollar. Ja, genau. Sie wollen halt 3 Milliarden an Aktien verkaufen. Und wollten verkaufen zu 15 Dollar und jetzt sind daraus eben dann mal eben 4 Milliarden geworden. Ja, das Geld wird eingesammelt. Die Aktien haben übrigens keine Stimmrechte, denn es gibt ja verschiedene Klassen von Aktien und die Stimmrechte liegen weiterhin zu größten Teil bei den Gründern, also bei den beiden Gründern. Spotify. Ja, Spotify testet jetzt eine Möglichkeit für Lossless Audio, also höhere Audioqualität. Ein paar Nutzer haben das bereits bekommen und unterschiedliche Preise auch. Zwischen 5 Dollar und 10 Dollar variieren die. Und neben der Möglichkeit, wirklich hier Lossless CD-Quality Audio zu bekommen, gibt es in dem gleichen Paket, wenn man sich das entsprechend bucht, auch noch andere Goodies, wie zum Beispiel exklusive Konzerttickets im Vorverkauf, bevor sie in den normalen Verkauf gehen. Ja, spannend zu sehen, ob sich da wirklich ein Markt für findet, denn ich glaube gerade die Audiophilen, die auf Lossless stehen, die streamen gar nicht. Aber vielleicht liege ich damit auch falsch. Outlook, die bekommen jetzt endlich Unterstützung für den Google-Kalender und die Google-Kontakte. Also Outlook für den Mac meine ich jetzt. Denn bislang war das durchaus schon möglich, zum Beispiel auf Android und iOS, aber auf dem Mac eben noch nicht. Und es gibt ja bei Microsoft das Insider-Programm und da wird das gerade getestet und dann, wenn das halt positiv getestet ist, keine Probleme mehr sind, dann wird es ausgerollt an die normale arbeitende Bevölkerung, wie zum Beispiel mir. Und ich würde mich da sehr freuen, denn ich nutze halt Office Outlook und nutze auf der anderen Seite aber auch zum Beispiel den Google-Kalender. Dann kann ich es integrieren und ich finde es eine gute Sache. Facebook, die haben angekündigt, dass sie in die Fernseher wollen, in Anführungsstrichen. Und sie haben durchaus schon eine App, zum Beispiel bei Samsung am Start. Und jetzt haben sie auch Apps rausgebracht für Apple TV und Fire TV. Ja, mit den Videos kann man sich die Seiten der Freunde angucken, aber hauptsächlich geht es hier natürlich wirklich um Videocontent. Facebook möchte damit die Videos auf den Fernseher pushen, die da ja auch weitaus schöner anzuschauen sind in groß, wenn es dementsprechend auch schöne Videos sind. Aber auch ein ganz tolles Feature, Live-Videos sind dann halt auch am Fernseher anguckbar. Das konnte man bislang natürlich durchaus umgehen, indem man beispielsweise sein MacBook einfach auf sein Apple TV gestreamt hat, aber jetzt auch nativ direkt auf dem jeweiligen Gerät, also Apple TV oder Fire TV.
Das gucke ich mir auf jeden Fall mal an, ob die Welt das wirklich bräuchte. Ja, steht auch wieder auf einem anderen Blatt. Und damit beende ich jetzt die Folge nämlich auch. Und zwar mit dem Samsung Galaxy S8. Also mit dem S7 begonnen, mit dem S8 wird es jetzt aufhören. Und da habe ich gar nicht mehr so viel zu erzählen, sondern eher zu zeigen. Und deswegen verweise ich euch da auch gerne wieder auf unsere Shownotes. Da ist nämlich ein Link zum Stadt Bremerhaven-Blog vom Kashi. Und da sind ein paar Fotos zum neuen Galaxy S8, was Ende März in New York vorgestellt wird. Da gab es auch schon ein Pressebild und jetzt gibt es noch ein paar Hands-on-Bilder geleakt. Ja, am Ende des Tages ein solides Smartphone, würde ich jetzt mal sagen, wenn das auch so stimmt. Und ich gehe mal stark davon aus, dass die Bilder stimmen. Ja, aber auch keine große Überraschung. Kein Home-Button, alles nur virtuelle Steuerelemente und anscheinend halt auch eine Audiobuchse, also der Kopfhöreranschluss. Ob man das jetzt unbedingt extra machen muss, um zu punkten, ich weiß es nicht, aber schaut es euch an, wenn es euch interessiert oder wartet halt bis Ende März, bis zur offiziellen Vorstellung. Und damit beende ich die Folge auch heute für den Donnerstag. Ich wünsche euch einen schönen Start in den Tag und hoffe, wir hören uns morgen zum Ende der Woche auch noch einmal hier. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.